Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute mal wieder Oldschool ohne Facecam, dafür aber mit einem wirklich besonderen Gast. Spaß, ich rede echt wie 2013, Digga. Ja, wirklich, ist echt so. Ja, ihr habt es schon gehört, der Haptic ist mit dabei, was geht ab? Was geht ab, Leute, und willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal von Scorpion Plays. Ganz genau, Freunde. Checkt mal in der Videobeschreibung ab, was ihr dafür Links findet, wo ihr überall Code Scorpion, wenn ihr Spaß. Okay, also Freunde, wir müssen Folgendes machen heute. Und zwar ist etwas wirklich Grandioses passiert, beziehungsweise... Und zwar hat Haptic einen Knopf gekauft, wo man irgendwelche Sounds drauflegen kann. Tut mir leid. Ich habe mir überlegt, als Gameplay-Hintergrund, weil wir heute oldschool sind und ohne Facecam machen, packe ich eins der alten Zelos-Gameplays, habe ich mir so gedacht. Vielleicht. Ernsthaft? Zelos? Eins oder zwei? Ich glaube, Zelos, ja doch, wo wir in einem Team waren, wo wir uns kennengelernt haben, also eins. Zelos eins, wenn dann schon. Ja, das wäre so eigentlich so ein Disrespect, wenn du so ein Zelos 2-Gameplay machen würdest von mir. Also, stimmt, hast du da aber... Ich war ja nicht drin, wir haben ja Zelos 1 zusammengespielt. Wir machen Dual-Commentary und du machst so ein Zelos 2-Gameplay ohne mich. Ja, das wäre dumm, das wäre dumm. Vor allem das Witzige ist, wir haben uns einfach dadurch kennengelernt damals durch Zelos 1. Kann man vielleicht mal für die Leute, die neu dazugekommen sind, ist auch schon 4 Jahre her, genau 4 Jahre sogar, erzählen. Vor 4 Jahren wurden einfach die Zelos-Teams zugeteilt. Oh, Anton hat zufälligerweise das beste Team bekommen. Anton hat wegteilt um ein Team, alles klar. Und genau, und dann sind wir halt in ein Team gekommen. Vorher haben wir uns ja, wir haben uns so low-key gehasst, sagen wir immer. Wir haben uns sozusagen, genau. Ich glaube, wir haben ein bisschen Copycat gegenseitig gemacht. Ja, Digga, wir haben uns irgendwie gehasst unterschwellig. Wir wissen beide nicht genau, warum. Und dann sind wir halt in ein Zelos-Team gekommen. Aber ich glaube, es ist auch so, das war so ein Hass, wo man wusste, wenn man sich einmal dann trifft, ja, dann mag man sich eh sofort. So war es dann auch. Digga, ich kann mich noch erinnern, ich habe auf Skype die Nachricht bekommen. Ich saß in der Uni. So, wir müssen das Ding gewinnen, Jungs. Das war die erste Nachricht, die du in Skype geschrieben hast. Ja. Damals. Ich kann mich noch so erinnern. Ich so, oh mein Gott, ich war so ein bisschen Fanboy-mäßig. So, oh mein Gott, Marcel Scorpion, Digga. Ja, das war schon krass, Digga. Und dann einfach im Halbfinale dieses legendäre 3:3 noch, dieses 3:0 von Team Red gegen uns noch gedreht auf dem 3:3 und dann das 3:4 verloren, Digga. Boah. Ich muss ehrlich sagen, Digga, da hatte ich ja auch Schwierigkeiten mit meinem Internet. Und hätte ich das nicht gehabt, dann wäre es vielleicht noch besser geworden, weil ich habe hart gechoked, Digga. Das Ding war, gecarried mit dem Select-Button. Ja, das haben wir aber, die Map haben wir ja gewonnen damals. Das Problem war, die letzte Map, da haben wir sogar, das war das Ding, es stand 4:4, ich weiß noch genau, in S&D. Und dann haben wir ein 4:2, also ein 2v4 von Royal und Red kassiert, weil wir so dumm gespielt haben. Hätten wir das nicht kassiert, hätten wir 5:4 geführt und dann hätten wir es safe geholt. Ja, aber wenn man dieses hätte, weil auch Anton hätte einfach, die hätten was anders machen müssen. Ja, also hätte Abschlusskette. Genau. Genau, Leute, was wir heute eigentlich besprechen wollen, gut, dass wir jetzt darüber geredet haben, das erleichtert das Video auf 10 Minuten zu strecken, enorm, der Spaß. Also, ist halt absolut kein Real Talk, Digga, weil ich weiß eh, dass wir länger reden. Ja, und zwar hat Haptic auch gestern schon ein Video gemacht. Ich würde euch empfehlen, das Video mal abzuchecken, das ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, also kannst du nochmal in Kurzfassung vielleicht, wenn du es noch im Kopf hast, erzählen, was die letzten Tage oder auf Charlie Intel auf Twitter passiert ist? Also, okay, pass auf. Es ist vor ein paar Tagen passiert. Ich sitze einfach um 20 Uhr abends, kommt auf einmal ein Tweet out of nowhere von Charlie Intel, dass Kotaku, das ist so ein, ja, eigentlich so die vertrauenswürdigste Quelle, die man haben kann für Call of Duty News, also alles, was sie sagen, stimmt eigentlich und gilt als bestätigt, dass die gesagt haben, dass Call of Duty 2020 wird von Treyarch gemacht. Eigentlich war ja Sledgehammer Games dran mit Raven zusammen. Warum wird es von Treyarch gemacht? Weil Raven und Sledgehammer sich gestritten haben und Activision gesagt hat, okay, was sie da gemacht hat, ist ein Scheißhaufen. Die haben geschrieben Mess, also es ist wirklich einfach Scheiße, was sie gemacht hat. Deshalb muss jetzt Treyarch ein COD machen und nicht nur ein COD, sondern Black Ops 5. Digga, das ist halt das so. Das ist einfach so passiert, bevor wir wissen, was 2019 für ein Call of Duty kommt. Ja, ich habe halt auch bei Charlie Intel, weil ich immer in den Beta-Phasen, weil ich immer so geil drauf bin, dass die endlich online gehen, habe ich Charlie Intel immer die Notifications an, ne, bei Twitter. Das heißt, ich habe es auch gestern, also bei mir ist es jetzt gestern, bei euch ist es jetzt vorgestern gewesen, habe ich auch die Tweets direkt live quasi gesehen und ich dachte so, hä, ich saß so an der Spree, es war so mega, so Sommerfeeling, ich habe auf einmal alles ausgeblendet um mich rum, habe nur diese Tweets gelesen und habe erstmal gedacht, okay, wie sicher ist erstmal die Quelle, dann ist mir aber aufgefallen, dass es genau der Typ gesagt hat, bei dem immer alles bis jetzt gestimmt hat und dann habe ich wirklich einen, und das ist das, worüber ich auch mit dir reden wollte, so eine Art Moment der kleinen Enttäuschung erlebt. Das ist halt komisch, weil ich habe mir wirklich gedacht, Black Ops 5, das war echt so kurz. Erstens habe ich nie damit gerechnet und zweitens
weil halt bei Black Ops 4 so viele Sachen für mich schiefgelaufen sind, was ich ehrlich sagen muss, habe ich mir so gedacht, Digga, will ich überhaupt 2020 schon Black Ops 5 haben? Was hast du, also wie, was hast ich du darüber gehört? Ich verstehe das, also hätten wir BO4 nicht gehabt und nur BO1 bis 3, dann hätte sich jeder gefreut jetzt über ja, die Informationen. Ja, da wäre das absolut heißt, krass. BO4 hat halt nicht so eingeschlagen und dann denkt man sich, oh scheiße, Digga, BO5, jetzt kommt das nächste und das jetzige ist nicht mal richtig fertig und die sollen nächstes Jahr wieder ein neues bringen. Ich verstehe dich, Digga, aber man darf eine Sache nicht vergessen, das ist das erste Mal seit Black Ops 2, dass Treyarch mit zwei Studios an der Seite ein Spiel produzieren kann. Also mit dreifacher Manpower quasi, wie vorher. Also es ist jetzt ein Zwei-Jahres-Zyklus wieder, aber die besten CODs sind in einem Zwei-Jahres-Zyklus gekommen. Das heißt, ich glaube, die werden einfach, die waren hart unterbesetzt. Das hat man im Spiel gemerkt, Digga. Die haben drei große Modi gehabt in Black Ops 4, Zombies, Blackout und Multiplayer. Und die kamen nicht hinterher, die kommen immer noch nicht hinterher. Und alles kommt erst 15.000 Jahre später, aber bis 2020 haben sie zwei Studios, die kein eigenes COD mehr machen und gecancelt wurde. Das heißt, die gesamte Power wird in ein Spiel gesteckt. Und wie gesagt, das hatten wir bis BO2 mit jedem COD. Das heißt, es kann auch gut sein, Digga, aber es kann natürlich auch absolut schief gehen. Was aber geil ist, ist, dass es im Kalten Krieg spielen wird, was lange überfällig war. Ja, das finde ich auch geil. Vor allem Blackbird und so könnte dann ja wieder zurückkommen. Direkt denke ich wieder daran. Nee, aber also Sledgehammer hat, glaube ich, BW2 und AW gemacht, oder? Ja, genau. Das Ding ist, wenn ich mir das so überlege, eigentlich ist es ja logisch, dass im Dreijahreszyklus die besseren Spiele kommen, wenn man so ganz rational überlegt. Aber wenn man mal an früher denkt, dann ist halt wirklich das Gegenargument wahrscheinlich eher richtig, dass die Spiele im Zweijahreszyklus besser waren. Wobei, also sehr gespannt bin ich jetzt auch auf COD 2019, weil Infinity Ward, ich verwechsel jetzt immer mit Infinite Warfare, Digga, warum auch immer. Ja, so schlimm. Ja, Infinite Warfare ist aber das Stichwort auch. Alter, Infinity Ward hat nach EW und Ghosts einfach so, hat einfach seit 2011 kein gutes Spiel mehr rausgebracht. Das muss ich mal reinziehen. 8 Jahre, also es wird langsam mal Zeit und ja, ich aber hoffe, Digga, dass dieses Jahr einfach Leute nice von, wird. So. Von MW3 sind zurückgekommen, also die zu MW3 Infinity Ward verlassen haben. Da ist ein Studio Director, ein Design Director und verschiedene Leute, die sind ja alle wieder zurückgekommen. Wie darunter ist das Studio nochmal? Dieses, die ich weiß noch, die sind zu Ghost gegangen, sodass Ghost dann halt so ein halbfertiges Spiel war zu Release, das weiß ich noch. Haben die nicht Titanfall gemacht dann? Ja, genau, stimmt. Das waren die, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wer das war. Auf jeden Fall, Digga, die haben absolut gleich zur selben Zeit gesagt. Die haben COD quasi mit erfunden. Also zwei Leute, die zurückkommen zu Infinity Ward, waren quasi die, die MW1 und 2 und dann auch schließlich 3 gemacht haben, um halt die Serie so hochzubringen. Kennst du noch Robert Bowling? Ja, der ist ja jetzt bei... ist der jetzt nicht zurück, Digga? Na, das wäre krass. Wenn der zurück wäre. Stimmt. Das wäre halt zu geil. Das ist ja der Typ, der uns alle trollt gerade. Der postet so Bilder, wo er so ein MW3-Shirt hat und schreibt so ein MW4 drunter und so, obwohl es safe nicht MW4 wird, Digga. Keine Ahnung, also wenn ich so überlege, dass dann nächstes Jahr ein neues Black Ops rauskommt. Also erstmal habe ich gedacht, als ob überhaupt nochmal ein Black Ops-Teil rauskommt. Ich dachte mir, wenn schon, macht Treyarch jetzt safe was anderes. Weil ich denke, also meine Theorie ist immer, es kommen nur Fortsetzungen, wenn der letzte Teil so ein richtiger Kracher war. Wenn ich jetzt mal auf YouTube-Serien zum Beispiel ummünze, ich mache auch eine Serie nicht weiter, wenn Part 3 gefloppt hat, ist die Chance, dass Part 4 kommt, sehr gering zum Beispiel. Oder man macht eine Schellen-Challenge-Serie und macht sie nicht weiter, weil man Angst vor den Schellen hat. Digga, du hast mir eine Gehirnerschütterung gemacht. Ja, hab ich nicht. Das hat so wehgetan, war so schwindelig. Digga, ach komm, Digga, hör auf, als auch wirklich. Digga, niemals. Ich hatte absolut eine Gehirnerschütterung für einen Abend zumindest, Digga. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Mal aus auf der linken Seite. Das hat so wehgetan. Mit deinen riesigen Händen, die mir in den Kiefer greifen von hinten. Ich habe mir Rennhandschuhe bestellt. Ich habe mir die in L geholt, zu klein. In XL geholt, zu klein. Ich muss XXL Rennhandschuhe holen, Digga. Sonst passen die nicht. Ich habe so große Hände, Digga. Die passen so schön auf deine Wange drauf. Du kannst mir so meinen Kiefer rausreißen. Lass das mal wieder aufnehmen, komm. Ja, können wir echt mal wieder machen. So. Ey, das könnte das Comeback-Video auf dem deinem Real-Life-Kanal sein. Das wäre ja, so eine Challenge. Ja, klar. Du würdest 4 Tage schneiden, Digga. Ja, aber Digga, 2020 ist ganz ehrlich, ich blende diese Infos aus, weil das ist ja durch, man darf nie vergessen, das ist nicht offiziell, das ist alles durch Leaks durchgekommen. Aber wie kann 2020 geleakt sein? Hat dieser Gotaka oder wie der Typ heißt? Kotaku. Gotaku. Du hast so Gotaga im Kopf. Ja, ist echt so. Hat der irgendwas zum Thema 2019 mal gesagt irgendwann? Oder? Der hat die letzten 8, 9 Jahre eigentlich immer alles richtig geleakt. Alles. Okay. Und zu 2019 hat er noch nichts geleakt?
Doch, der hat dann auch gesagt, dass 2019 eine Free-to-Play-Komponente haben wird. Also wahrscheinlich werden sie das wie bei Fortnite machen, wo all der Content umsonst ist, also auch die DLCs, alles umsonst, alle neuen Waffen, alles für jeden freischaltbar. Nur, dass halt die Leute das Spiel mehr spielen und dadurch halt Skins kaufen. Also die kopieren quasi das, was Fortnite erfolgreich gemacht hat. Ich finde das Prinzip ja auch geil. Also, boah, wie krass wäre es mal, wenn die einen Schritt gehen würden und ein COD wäre mal Free-to-Play. Einfach nur zu gucken, was dann passiert, Alter. Also das ganze, der ganze Multiplayer oder so. Boah, ich würde es so gerne miterleben, sowas. Digga, ich hoffe, irgendwann kommt das. Zahlen. Stell dir das vor, die machen wieder diese Zahlen und diese Weltkugel unten links. Absolut BO2 im Kopf, als das einzige COD ist, was in meinem Kopf ist. Aber man sieht dann so 10 Millionen online, Digga. Stell dir das mal vor. Digga, das wäre so heftig, man. Vor allem, es würden extrem viele Leute spielen. Das ist ja das Ding. Es ist ja nicht so, dass es vom Spielprinzip her schlechter ist als Fortnite. Für mich ist es viel besser zum Beispiel, weil ich einfach der Meinung bin, dass Battle Royale vielleicht nicht ganz so krass ist wie so ein First-Person-Action-Shooter so vom Ding her. Das Ding ist, warum ich halt zurzeit so wenig COD spiele, ist einfach der Grund, dass ich eben das Gefühl habe, dass die Community, dass man irgendwie was verpasst, wenn man COD spielt. Das habe ich gerade irgendwie so ein bisschen. Und das wäre dann halt komplett weg, dieses Gefühl. Ja, aber Thema, ich kann dir sagen, Digga, zu COD, da kommen relativ viele kleine YouTuber gerade und ich habe dasselbe Gefühl wie in 2012 und 2013. So ganz viele Leute kommen auf einmal wieder, wirklich. Muss ich mal in der Landschaft umschauen. Ich kann dir nach ein paar senden. Da geht's wieder richtig, richtig ab, Digga. Kommen richtig viele neue Leute dazu, also es ist richtig belebt. Ich glaube, man hat einfach in seinem Umfeld so nur noch Leute, die das ausgeschlossen haben. Und dadurch hat man halt das Gefühl, dass etwas irgendwie, dass man was verpasst. Weißt du, was ich meine? Ja, genauso klar. Wie wenn die Teammates nicht zocken, sondern alle spielen Fortnite, dann denkt man, COD ist tot in der Freundesliste. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, wenn es bei mir akut halt so ist, dann denke ich halt auch so. Und generell. Ach, was für Akku, ja, ich laufe mit Benzin. Sorry. Digga, ich wollte mal so ein schlaues Wort wie akut verwenden. Mein Cousin heißt akut, ne Spaß. Ich denke gerade. Ich denke gerade so drüber nach, ich hätte gerne mal das Spiel gespielt, was Activision, und wenn Activision es schon als Mass bezeichnet und die haben IW rausgebracht damals, was dann anscheinend kein Mass ist, dann würde ich das Spiel, was Sledgehammer und Raven zusammen versucht haben, hinzurotzen für 2020, das hätte ich gerne mal gesehen. Vor allem in der dreijährigen Entwicklungszeit, was machen die denn seit WW2 draußen ist? Keine Ahnung, ja, die streiten sich halt, das ist das Problem. Sind das, aber Digga, wie kann man sich denn streiten? Ja, Walla, komm ins Café, Walla, wir klären das. Sledgehammer hat sich damals schon gestritten zu MW3, also... Anscheinend hat Sledgehammer, das ist jetzt wirklich nur eine Hypothese, ich will niemandem was in die Schuhe schieben, aber Sledgehammer war an jedem Streit beteiligt, den die Studios hatten unter Activision. Damals zu MW3 auch, da haben Infinity Ward Leute gesagt, jetzt reicht's. Und die sind ja gegangen, Infinity Ward ist ja gegangen, nicht Sledgehammer. Das heißt, es geht wahrscheinlich von denen aus, keine Ahnung, was da abgeht. Michael Connery hat's ja auch verlassen, der meinte so, kein Bock mehr, I'm out, macht ein eigenes Studio auf und holt die Leute von Sledgehammer raus zu sich. Hat Sledgehammer damals eigentlich, nur die Infinity Ward-Teile mitentwickelt oder auch die Treyarch-Teile? Ja, die haben auch teilweise geholfen bei den Treyarch-Teilen, aber wirklich viel gemacht haben sie bei Infinity Ward-Teilen, also bei der MW-Serie vor allem. Boah, das klingt aber echt geil, Mann, weil das dann, weil das, die haben halt wahrscheinlich einfach als Einzelstudio, ja, muss ich ja sagen, okay, AW war vielleicht gar nicht so schlecht, aber es war einfach damals, der Umbruch war zu krass von, der AW ist immer noch das schnellste von allen. Also wenn ich mich an die Competitive Matches erinnere, an den Killfeed, das war ja geisteskrank, Alter. Das war ein Kill. Da haben ja drei Spieler die Runde eine 60-Bomb gemacht, so. Aber das ist halt so, das ging einfach zu schnell und dann, ja, WW2 fand ich gar nicht zeitgemäß. Das war dann wieder viel zu weit zurück irgendwie, viel zu langsam. WW2 hatte ein großes Problem, es war erst nach einem halben Jahr richtig gut. Und das ist das Problem, wenn es halbfertig auf den Markt kommt, ja, dann genau, spielen das viele dürfen Leute die einfach nicht dann, mehr machen. Genau, und dann kommen die nicht mehr zurück, die es das erste Mal gespielt haben. Und nur noch diese Hardcore-Fans, die es länger spielen und sich durchzwängen, das ist bei BO4 genau so, Digga. Ich habe so Bock auf BO4 gerade wieder. Und das kam jetzt wieder nach 7 Monaten erst, weißt du? Das ist halt scheiße, und das muss von Anfang an gut sein. Und Twitter zum Beispiel, die müssen mal anfangen, Twitter zu lesen auch. Und da auch mal ein bisschen auf die Community einzugehen bei manchen Punkten. Weil ich habe, als ich mit Wanderer gesprochen habe, nur eine Sache dazu. Ja. Der hat mir zugesteckt, dass er halt, ich glaube, ich weiß nicht, er meinte... Whole lot, also ganz viele, so extrem viele Leute hat er gemutet auf Twitter. Mhm. Weil er keinen Bock hat, immer dasselbe zu lesen, sagt er. Aber da ist halt viel Kritik dabei. Aber er mutet sich halt seine Realität so raus, weißt du? Jetzt kann ich nur bei Wanderer sagen, bei den anderen weiß ich es nicht. Ja, Digga, das ist halt, das kann ja auch einfach nicht sein. Ich meine, letztendlich, ich weiß, die wollen. Activision ist halt auch eine sehr alteingesessene Firma, die haben die Spiele schon rausgehauen, da gab es zum Beispiel noch kaum Social Media. Also MW1, da gab es noch kaum Social Media, so.
Und da gab es natürlich auch weniger Widerworte so, aber die müssen sich halt, so wie so eine alte Fernsehanstalt, die müssen sich aber jetzt auch mal dran halten und auch mal gucken, was die Verbesserungsvorschläge sind, weil jetzt kommt wieder so ein Punkt, da werden sich einige wieder beschweren, ja Marcel, du und dein Orbi, aber wenn ich jetzt den Orbi anspreche und ich sag ganz ehrlich, wenn der Orbi in BO4 gewesen wäre, hätte das von den YouTubern vielleicht, also zumindest von mir und von meiner kleinen Blase, also von, weiß natürlich Anton oder so, wir hätten halt ganz anders über das Spiel gesprochen, weil man eine ganz andere Motivation gehabt hätte. So habe ich jetzt zwar 1,5 Monate wirklich krank gesuchtet, das Game, und das ist auch fair enough so, aber danach hat es mir so gefehlt, dieses auf Gameplay und auf Gameplay ohne Orbi, das ist so anstrengend, das ist einfach ein Sport dann. Und ja, darauf hatte ich dann, das hat mir einfach gefehlt so. Und ja, warum der Orbi nicht drin ist, ist absolut unverständlich, aber trotzdem kann ich sagen, das Radar ist halt so, dass wenn man schießt, dass der Punkt nicht starr auf der Karte bleibt, sondern sich bewegt für eine Sekunde. Also man weiß, wo er hinläuft. Ja. Und auch bei einer Drohne sieht man halt so für eine Sekunde, wie sich jeder bewegt. Und da ist es viel, viel leichter, die Leute zu holen. Also eine Drohne, eine Dauerdrohne ist schon echt huge. Ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Orbi, der muss trotzdem rein. Vor allem bei das Beste aus allen Black Ops Teilen. Ja, aber da fehlt, das ist halt so krank. Ja. Das Beste aus allen Black Ops Teilen, kein Orbi. Keine Hunde. Brauchen wir alles nicht. Doch, wir haben noch einen Hund als Specialist. Der, ich fick diesen Köter. Tut mir leid, dass ich das sage, aber der ist, was ich da schon durchgemacht habe, was ich alles geschrien habe. Ich habe 2 Scuffs kaputt gemacht und das habe ich sonst nur in FIFA gemacht. Echt? Was viel aggressiver macht. Ich habe keinen Controller kaputt gemacht in COD seit Jahren schon. Ich durch den Hund. Ja, da siehst du es im BO4, Digga. Der ist scheiß Hinweis. Ja, der Hund hat sich auch so um die Ecke geglitscht. Das war echt nicht mehr normal. Kennst du auch den Hinweis vom blauen Schlau? Diese blaue Pfote. Das ist dann ein Killfeed, Digga, das macht mich noch aggressiver. Naja, ich bin Fazit jetzt mal so ein bisschen, ich bin einfach, Digga, ja, das ist ein Referat, Mann. Ich bin voll gespannt einfach jetzt, weil wir halt nichts über 2019 wissen und dann weiß man aber Sachen über 2020 und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Wahrheit da dran ist. Nicht, dass Activision jetzt sagt, oh, alles fake oder es war ein verspäteter April-Scherz. Nein. Das ist schon Real Talk. Woher weiß der Typ das eigentlich immer? Das ist ja ein ganzes gesamtes Netzwerk dahinter, Kotaku. Okay. Und also ich kann Ihnen nur sagen, Activision-Leute haben sich auch geäußert dazu. Also ja. Das ist schon echt, das ist kein Fake. Also wenn das, Digga, die würden uns so hart trollen, wenn das Fake wäre, wenn die so rauskommen und die so sagen, es war Fake, wir bringen jetzt einen Call of Duty mit allen Studios raus für 3 Jahre. Was wäre das für eine Bombe, die einschlagen würde? Alter, stell mal vor, 3 Jahre kein Call of Duty und dann kommt so das krasseste Call of Duty aller Zeiten. Von allen Entwicklerstudios zusammen. Das beste COD, Digga, und danach schließen sie ab mit der Serie. Infinite Warfare Fortnite. 2. Aber ich glaube auch Fortnite Battle Royale ist wie bei Minecraft, dieses Baugenre, das wird halt für eine Zeit lang. Also das ist, ich sag immer, COD, dieser Ego-Shooter ist eine Grundzutat und Fortnite ist ein Gericht. Und das glaube ich weiterhin. Und ich glaube auch in ein paar Jahren werden Fortnite-YouTuber keinen Bock mehr haben und Real-Life machen und richtig große Real-Life-YouTuber sein. Und dann wird Fortnite wie Minecraft enden und dann kommt der nächste große Shooter. Ja, wie bei COD halt. Also und COD bleibt für immer, genau wie CSGO. Es ist eine Grundzutat. Es ist einfach ein Shooter. Das ist, weißt du, ist wie Mehl oder Zucker. Ja, da bin ich halt ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube schon, dass auch Fortnite ein Hauptgericht ist der Zukunft. Oder eine Zutat, gewissermaßen. Aber letztendlich bin ich einfach mal gespannt. Vielleicht kommt ja auch ein anderer Ego-Shooter, das wäre auch mal krass, damit rechnen wir ja gar nicht, so ein Ego-Shooter, der COD ablöst oder so, ja, mal was ja. Frisches, da würde ich mir auch schon, also es wäre auch schon nicht schlecht. Einfach generell mal irgend so ein mega gehyptes Game, wo man einfach richtig Spaß hat, wo man sich jeden Tag freut, also wie gesagt, bei Black Ops 4 habe ich es aktuell nicht, wenn ich es wieder habe, dann werdet ihr es merken, Leute. Ja, genau. Also das muss nicht unbedingt COD sein, also wenn ein guter Shooter kommt auf der Konsole, ist es in Ordnung, es muss nicht dieser Name sein, Call of Duty ist ja jetzt nicht wichtig, ja. Die sind halt die Besten da drin. Also genau. Egal wie schlecht sie sind immer noch die Besten. Ja genau, das darf man eben nicht vergessen. Es ist halt Meckern auf hohem Niveau, wenn man sagt, Black Ops 4 gefällt mir nicht zum Beispiel. Muss man halt auch sagen, keine Ahnung, ob das nochmal so zurückkommt, wie es mal war. Aber muss es ja auch eigentlich nicht. Es kann auch immer ein neuer Wind sein. Aber und auch nicht vergessen, wir werden älter. Und ganz viele Leute, die jetzt 16 sind, fühlen das, was wir damals gefühlt haben mit BO4. Ja, ich weiß, das ist schon heftig. Dieses Gefühl, was wir damals gefühlt haben, ja, das ist schon heftig, Mann. Bin mal gespannt, ob das wirklich stimmt, ob man das überhaupt nochmal nachempfinden kann. Also 2013. Hattest du das in Fortnite eigentlich, als du so hart gesuchtet hast? Dieses gleiche Gefühl wie zu BO2? Nein, aber bei BO2 ist es, bei mir war es ja auch so, ich habe das Gefühl ja dadurch bekommen,
dass ich da angefangen habe, gut zu werden und dann diese Gameplays erspielt habe und diese Nuklears und so. Das war ja das, was mir das Gefühl damals gegeben hat. Also das war dieser Grind, dieses Merken, dass man sich steigert und so, das war das. Deswegen hat man doch in Fortnite auch, aber... Ich finde Fortnite spielen ist viel frustrierender, vor allem als YouTuber, weil bei COD, wenn du da ein, zwei Nuklear stirbst, hast du trotzdem eine geile Runde. Wenn du bei Fortnite aber irgendwie ich hatte ganz oft so, dass ich dann irgendwie mit 15 Kills irgendwie Sechster geworden bin, dann überlegst du halt, ob du das hochladen kannst oder nicht. Weißt du, was ich meine? Genau das habe ich vor fast einem Jahr schon gesagt in einem Video, warum ich kein Fortnite hochlade. Ja, genau. Also als YouTuber ist es halt COD einfach. Genau. So. Als YouTuber ist es krass frustrierend, als Streamer ist es natürlich schlau, Fortnite, da hast du nämlich viel mehr Ruhephasen im Spiel. Deswegen, ja. Wenn ich streamen würde, würde ich Fortnite streamen, weil COD-Streamen einfach ist mega krass anstrengend, finde ich. Aber an sich, muss ich sagen, hat das dieses Gefühl von damals natürlich nicht ausgelöst, so. Auf jeden Fall nicht. Und damit drücke ich auf diesen Knopf und schließe das Video ab. Alles klar, perfekt. Euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da. Und ja. Ich bin zwar nur Gast hier, aber gib Marcel das letzte Wort. Oh, danke schön. Also lasst auf jeden Fall fleißig Likes auch bei Haptics Videos da und Abos und alles drum und dran, Freunde. Ja, war mal ein bisschen oldschool, einfach mal über 20 Minuten mal so ein nachkommentiertes Dual-Commentary ohne Facecam. Hat es lange nicht mehr gegeben. Also Freunde, haut rein und ciao, ciao.